Die Menüleiste sieht unterschiedlich aus, je nachdem, welches Endgerät verwendet wird und welche Menüelemente im Backend eingestellt wurden. Wenn die Bildschirmbreite es zulässt, erscheint oben eine Menüleiste mit Symbolen und Bezeichnungen der Seiten, zum Beispiel bei der Nutzung eines Desktop-Rechners, Laptops oder Tablets. Andernfalls verbergen sich die Seiten unter dem Menübutton, sind aber zusätzlich unten auf dem Bildschirm in Form von Symbolen direkt aufrufbar, zum Beispiel bei Nutzung eines Smartphones. Welche Seiten zur optimalen Vermittlung der Projekt- und Verfahrensinhalte in den jeweiligen Beteiligungsprozessen sinnvoll sind, entscheidet der bzw. die Projektverantwortliche selbst und konfiguriert diese im Backend vor. Folgende Unterseiten lassen sich im Backend einstellen und sind dann über das Online-Beteiligungstool anwählbar. Entwürfe vergleichen, zum Beispiel bei Phase 2 Beteiligung, Beitragskarte, Beitragsliste, über das Verfahren, also eine Seite mit Projektinformationen, Termine, Auswertungen, Umfrage. Ein Hinweis: Die Bezeichnung der Seiten ist individuell an die Anforderungen des Projekts bzw. Prozesses anpassbar. Auch die Icons lassen sich verändern.